Markt, Modernisierung, Mittelstand. Unter diesem Motto steht die Russland-Konferenz, die Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler gemeinsam mit seinem russischen Amtskollegen Belousov in Berlin eröffnet hat. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen konkrete Chancen und Herausforderungen der Handelsbeziehungen beider Länder. Mit einem Plus von 10% und einem Rekordvolumen von mehr als 80 Milliarden Euro steht der deutsch-russische Handel besser da denn je. Dennoch gelte es, noch bestehende Handelshemmnisse abzubauen, so Rösler. Ja, es gibt Fortschritte beispielsweise im Rechtssystem, gerade bei der Wirtschaftsrechtsprechung, wenn es darum geht, durch die Instanzen schneller hindurchzukommen. Es gibt Erfolge, wenn es um Finanzgerichtsurteile geht. In mehr als 50% der Fälle haben Kläger in Steuerrechtsfragen zwischenzeitlich Recht bekommen. Und deswegen möchten wir Sie ermutigen, auf diesem Weg weiterzugehen. Die Rechtssicherheit ist gerade für unseren Mittelstand von entscheidender Bedeutung. Den Mut zu haben, sich aufzumachen als Mittelständler in einen neuen Markt, in eine vielleicht zunächst fremde Region, den kann man dann besonders gut aufbringen, wenn man weiß, es gibt dort Rechtssicherheit für mein Unternehmen, für meine Investitionen. Ein weiteres Problem sei der zunehmende Fachkräftemangel in Russland. Auch in diesem Bereich könnten beide Partner kooperieren und voneinander lernen. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie ebenso angesprochen haben, dass wir nicht nur an Handelshemmnissen arbeiten müssen, sondern auch das wichtige Thema Fachkräftesicherung in Russland. Und nicht nur, dass wir darüber gesprochen haben, dass das ein Problem ist, das wissen unsere Unternehmen, sondern dass wir gemeinsam überlegen, wie können wir diesem Problem begegnen. Ich bin den Kammern ausdrücklich dankbar, dass sie sich sehr stark auch mit den Regionen vor Ort, und die Beispielregionen sind heute auch hier ja vertreten, dafür engagieren, das duale Ausbildungssystem stärker noch in Russland zu etablieren. Mehr als 6.000 deutsche Unternehmen sind derzeit in Russland aktiv. Gerade der deutsche Mittelstand kann viel zur Modernisierung Russlands beitragen, erklärte Rösler. Und die Schaffung eines starken Mittelstandes kann auch Russland einen deutlichen Schub für mehr Wachstum geben. Um diese Kultur auch mit zu exportieren. Also in unserer Auslandshandelskammer sehr engagiert und sehr stark dabei. Und ich bedanke mich, dass die russische Wirtschaft so offen ist, auch hiervon zu lernen. Und das zeigt, dass man verstanden hat, dass bei uns in Deutschland der Erfolg für Wachstum und Wohlstand unser starker industrieller Kern ist, den wir gemeinsam aufbauen wollen, den wir gemeinsam auch im Rahmen der Modernisierungspartnerschaft voranbringen wollen. Aber innerhalb dieses industriellen Kerns, gerade auch unser starker Mittelstand, die tragende Säule für unseren wirtschaftlichen Erfolg ist. Und deswegen arbeiten wir auch sehr gut zusammen, wenn es darum geht, auch in Russland einen vergleichbaren, starken Mittelstand zu schaffen.